Hey Leute, hier habe ich jetzt mal wieder ein neues Bildvideo für euch über Volt. Falls ihr einen kompletten Guide braucht, bitte schaut euch meinen letzten Guide an, der dürfte noch aktuell sein. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich ihn direkt nach dem Rework gemacht. Und ja, legen wir jetzt einfach mal los. Ich muss direkt von Anfang an sagen, ich bin momentan kein sehr großer Fan von Volt. Er hat bestimmt ein, zwei relativ gute Einsatzmöglichkeiten, aber für die meisten Fälle gibt es einfach bessere Frames, in meinen Augen. Nichtsdestotrotz, drei Builds habe ich für euch vorbereitet, einen finde ich gut, zwei Stück finde ich naja, und darauf wollen wir jetzt einfach zu sprechen kommen. Der gute Build ist in meinen Augen ein Buff-Build, da gehen wir auf Speed-Buff und auf Elektro-Buff und ja, also dadurch werden wir wirklich ordentlich schnell oder können unsere Verbündeten auch sehr schön mit Elektro-Damage buffen. Der zweite Build, den man benutzen kann, aber ich weiß nicht, ob man ihn benutzen sollte, ist ein Stun-Build mit der Ulti, ist nur bedingt brauchbar, also naja, und den würde ich, wenn, dann nur in Raids benutzen, aber selbst da bin ich wirklich sehr gespalten, weil die Fähigkeit ist sehr, sehr strange. Der letzte Build, der wahrscheinlich benutzerfreundlichste, aber auch der, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Er ist einfach der benutzerfreundlichste. Ist ein Ulti-Spam-Build, mit dem wir ein bisschen Damage machen können. Und Gegner Level 40, 50, 60 ist das sogar noch ganz brauchbar. Fangen wir an. Ach ja, dieser Buff-Speed-Build kann man gleichzeitig auch noch für das Schild benutzen. Weil das Schild ist auch noch, ziemlich gut, muss man sagen. Es ist nichts, was ich jetzt selbst groß benutze. Aber bei diesem Buff-Speed-Build kann man das noch schön mit reinmachen. Ja, ich glaube, es passt nicht mehr in die Beschreibung rein. Ich habe ätzende Projektion drin, weil wenn wir auf diesen Buff gehen, haben die Gegner meistens ein höheres Level und bei Grania brauchen wir da einfach ätzende Projektion. Listige trifft für mehr Reichweite, genauso wie Ausdehnung. Überdehnt habe ich jetzt nicht drin und ich glaube, wir haben trotzdem 29 Meter Reichweite. Stromlinie für Effizienz, keine flüchtige Expertise. Blinde Wut verstärken flüchtige Stärke, damit wir hier schön hohen Damage-Multiplikator bzw. eine schöne Sprintgeschwindigkeit bekommen. Und dann habe ich noch engstündig auf Stufe 6 drin, damit die Reichweite nicht zu klein wird, aber die Dauer trotzdem noch hoch geht. Ach ja, genau wie Prime-Kontinuität für die Dauer. Schocktruppe habe ich jetzt drin, damit wir buffen können und ich zeige euch jetzt mal nur ganz flott die Geschwindigkeit. Also, so schnell ist Volt normal. Und so schnell ist er jetzt, wenn wir hier den Buff reinhauen. Nein! Zu schnell. So, der nächste Build wäre der Ulti-Spam-Build. Da habe ich jetzt wieder drin ätzende Projektion, weil gegen Gegner mit Rüstung ist das die beste Wahl. Kraftvolle trifft für mehr Stärke, verstärken, flüchtige Stärke, damit wir hier auf 150% Stärke kommen. Ausdehnung für mehr Reichweite, genauso wie überdehnt. Stromlinie auf 4, flüchtige Expertise auf 4, damit wir im Effizienzcap sind. Und Aufnahmefähigkeit, einfach weil ich diese Fähigkeit geil finde. Dieses Augment. Aus dem ganz einfachen Grund, wir bekommen dadurch ohne Ende Überschilde, müssen nie unsere Plättchen machen und die Überschilde sind direkt voll. Ah, die haben jetzt, glaube ich, ja, Level 150, ist etwas übertrieben für den Spam-Build. Sagen wir Gegner Level 50. Wir werden jetzt alle töten, bis auf einen immer. Wie ich es gesagt habe. Bei der Ulti muss man halt was beachten. Gegen einzelne Gegner ist sie absoluter Bullshit, anders kann man es nicht ausdrücken. Und das Problem ist, diese Fähigkeit hat ein Lebenscap. Und einen Schaden, den wir hier pro Entladung machen. Und dazu kommt dann noch die Dauer. Als Beispiel, ich mache jetzt pro Entladung 675 Schaden. Das mache ich 2,7 Sekunden lang. Und der Gegner kann maximal 6000 Schaden bekommen, bevor er da rausfällt. Das ist ziemlich wichtig zu wissen, wenn wir nachher auf den Stun-Build zu sprechen kommen. Weil je nachdem schaffen wir es nicht, die Gegner zu stunnen, weil sie einfach zu viel Damage bekommen. Sollte man nicht meinen, aber ist wirklich so. Ja, ich kann jetzt die Anzahl der Gegner erhöhen. Das ändert nichts an dem Damage, den wir machen, sondern nur an der Geschwindigkeit, wie schnell die Gegner den Damage bekommen. Weil sobald die Gegner 6000 Damage haben, fallen sie da raus. Bedeutet, ich kann jetzt so viele Gegner haben, einer wird immer noch überleben. Wieder der hier mit genau derselben Anzahl an Leben.
nicht vergessen, dass hier ist nur Level 50. Aber selbst hier Heavy Gunner, Oh, Canopic-Helm. Hab ich zwar schon, aber es ist ein sehr schöner Helm. Ja, letzter Bild. Stun-Bild. Sehr, sehr schwierig zusammenzustellen, was Brauchbares, und ich weiß nicht, ob ich es geschafft habe. Je nachdem ist der Bild gut, je nachdem ist der Bild absolut schlecht. Also, da muss man halt eben noch ein bisschen rumtesten. Ich habe jetzt wieder ätzende Projektion drin, weil ich habe ja gesagt, ich würde diesen Bild, wenn, dann nur in Raids benutzen, und da entfernen wir die gegnerische Rüstung komplett. Kraftvolle Drift, Verstärken, flüchtige Stärke, damit wir einen schönen, also immer noch diese 150% haben, das sind dann 6000 Damage. Ausdehnung, Prime Kontinuität, Stromlinie, flüchtige Expertise. Ich habe jetzt hier beide nur auf 4 reingemacht, damit wir nur am Effizienzcap sind. Rein theoretisch könnten wir Stromlinie rausnehmen, stattdessen blinde Wut reinmachen. Dann hier flüchtige Expertise auf Max rein. Weil wenn wir in einem Raid sind, sind wir nicht allein und haben immer eine EV-Trinity dabei. Dadurch haben wir jetzt 8,1 Sekunden, aber schaut euch das an. 1100 Damage jetzt pro Sekunde. Das ist halt eben das Problem an dieser Fähigkeit, finde ich. Wir können hier diese Dauerstärke so zusammen mixen, wie wir wirklich Lust haben. In meinen Augen ist das Hauptproblem, wenn wir ein Stun-Bild machen wollen, brauchen wir eine hohe Dauer. Und wenn wir eine hohe Dauer haben, brauchen wir viel Stärke. Aber wenn wir viel Stärke drin haben, wird auch unser Damage pro Tick höher. Also irgendwie ist es schlecht. Ich hatte schon Builds gehabt, da war die Dauer niedriger als der Damage, den wir gemacht haben, so dass die Fähigkeit gar nicht in der Lage gewesen wäre, überhaupt einen Stun zu bewirken. Bei denen hier dürfte es jetzt vielleicht schon gehen. Die müsste ich jetzt im Dauerstun haben, bis die Fähigkeit ausläuft. Ja, aber mehr Energie benötigt. Also der andere Bild ist einfach benutzerfreundlicher, da wir nicht so direkt auf die Trinity angewiesen sind. Aber auch so können wir einfach die ganze Zeit unsere Fähigkeiten ein paar Mal casten. Erhöhen wir das auf Gegnerlevel 150. Hier bekommen die Gegner denen schon fast gar keinen Schaden mehr durch die Rüstung. Aber ihr dürft nicht vergessen, in Raids haben die Gegner keine Rüstung mehr. Und da ist unser Damage dann wieder höher. Also irgendwo... Ich persönlich würde diesen Stun-Build nicht benutzen. Ich hab einfach mal einen vorbereitet, weil ich immer wieder gesagt bekomme, ja, man kann Volt als guten Stun-Frame benutzen. Und ich wage einfach zu behaupten und sage, nein, man kann ihn nicht als guten Stun-Frame benutzen. Ich habe schon so viel ausprobiert, ich habe auch über den draus genommen, einfach um zu schauen, wie hoch da unser Energiepool, also unser Energie-Stärke-Damage-Cap wird, jetzt aber. Aber das Problem ist einfach, nicht nur unser Cap steigt an, sondern auch unser Damage. Und, naja, ich weiß nicht, also irgendwo... Ich bin nicht überzeugt davon. Dann die nächste Sache. Testen wir das mal gegen Gegner, die nichts aushalten. Das finde ich jetzt auch wunderschön. Und zack, der Stun ist schon vorbei. Ich denke, das ist besser, wenn wir wieder auf überdehnt gehen. Weil in Raids wollen wir eine möglichst große Fläche abdecken. Hat auch den Vorteil, dass dadurch unser Damage wieder etwas niedriger wird, den wir machen, aber die Gegner haben auch halt eben den niedrigeren, das niedrigere Damage Cap. Zack, direkt draußen. Und das Schlimme ist, es liegt jetzt nicht mal dran, dass ich hier 20 Gegner habe, weil man könnte ja sagen, die sind dadurch dann wieder direkt draußen. Wenn ich nur 5 Stück nehme, was jetzt absolut realistisch ist. Selbst da, ihr seht es, die Gegner kommen ziemlich schnell wieder raus. Also in meinen Augen ein Volt-Stun-Bild absolut nicht zu gebrauchen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ich habe wieder zu viel Stärke drin. Habe ich überhaupt noch so viel Stärke drin? Ja, ich habe hier durch blinde Wut wieder mehr Stärke drin. Aber da ist halt eben auch mein Damage-Cap wieder angestiegen. Also das gleicht sich alles irgendwo aus. Und von daher,
Naja, ich sehe keinen großen Sinn drin, hier ein Stunbuild draus zu machen. Man kann es auf jeden Fall machen, ganz klar, aber ich kann euch einfach nicht dazu raten. Und schon ist der Stun vorbei. Ganz im Ernst. Das ist doch nix. Okay. Weiter geht's. Arkane Helme haben wir 2 Stück. Da haben wir einmal den Puls und einmal den Stormhelm. Stormhelm gibt uns mehr Fähigkeiten Stärke. Pulshelm gibt uns mehr Fähigkeiten Dauer. Müsst ihr halt eben wissen, was ihr gerade haben wollt. Ich persönlich finde den Arkane Stormhelm einfach von der Optik besser. Und der... Beide Helme synergieren mit allen Fähigkeiten. Also so oder so, ihr macht nichts falsch, egal welchen ihr nehmt. Waffen an sich vollkommen egal, aber ich bevorzuge hier diese Beamwaffen, weil damit kann man sehr schön durch das Schild durchschießen. Ich muss gerade mal nochmal was nachschauen. Ach nein, das haben die damals auch geändert, okay. Vorher war es so, wenn man mit Beamwaffen durch das Schild durchgeschossen hat, hat man direkt 70 Meter Reichweite bekommen. Okay, dann ist es wirklich vollkommen egal, welche Waffen ihr nehmt. Das Schild bufft alle Waffen. Ich kann euch da gar nichts empfehlen. Begleiter würde ich aber sagen, nehmt den Carrier mit. Weil falls ihr auf Schild spielt, werdet ihr eure Munition verschwenden wie sonst was. Und ja, da bekommt ihr durch den Carrier halt eben schön Munition wieder durch den Munitionswandler-Mod. Ansonsten, mehr gibt es zu Volt nicht zu sagen. Ich bin kein großer Fan davon, aber er hat halt eben ein paar coole Sachen. Low-Level kann er schön Damage machen durch seine Ulti, aber nur, wenn mehrere Gegner da sind. Mid-Level auch, aber da lässt er schon nach. Und an sich ist er ein schöner Buff-Frame, wenn man irgendwo schnell durchrushen will, wegen seinem Speed-Buff. Oder halt eben durch den Elektro-Buff oder durch sein Schild. Wo ich jetzt kein Fan davon bin, aber da kann man auch schön Damage mitmachen, weil das kann man ja stacken. Und nach 3 Schilden hätten wir zum Beispiel schon plus 150% Elektro-Bonus-Damage. Also, alles nicht verkehrt. Man kann den Frame auf jeden Fall benutzen. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst mir ein Abo und ein Like da und bis bald.